gar nicht schlecht, oder? Ich lasse mich hier durchs frühe 18. Jahrhundert tragen. Und mein Aussehen verrät's ja schon, es ist die Zeit des Barock. Unser Ziel hier übrigens, Schloss Wolfenbüttel. Es ist das Jahr 1712. In Frankreich regiert immer noch Ludwig XIV., der Sonnenkönig. Die Adligen in ganz Europa versuchen, seinen Prunk zu kopieren. Hier im norddeutschen Wolfenbüttel ist es der Welfenherzog Anton Ulrich, ein ausgesprochener Kunstfreund. Das ist ja hübsch hier, das ist ja richtig hübsch. Oh. Hallo, Herr Grote. Guten Tag. Ich grüße Sie. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Ist es überhaupt normal, sich so zu begrüßen mit Handschlag? Nein, man macht eine Reverenz. Man verbeugt sich und macht den sogenannten Kratzfuß, stellt den Fuß etwa zurück und verbeugt sich tief vor dem zu Begrüßenden. Hätte ich die auch machen müssen? Nein, Sie sind der Herzog. Ich bin nur der Sekretär und deswegen ist es meine Rolle entsprechend, dass man sich so verbeugt. Das gefällt mir natürlich gut. Was mir auffällt, Sie haben so wenig Haare auf dem Kopf. Ich dagegen jede Menge. Warum? Das hängt damit mit meinem Bart zusammen, den man damals überhaupt nicht trug. Und ich wollte ihn nicht abrasieren. Und man trug aber damals Glatze unter der Perücke. Und deswegen, denke ich, bin ich doch zeitgemäß. Okay, also er darf seine Glatze und seinen Bart tragen. Ich renne mit diesem Haupthaar los und Sie zeigen mir jetzt bitte mal, wo wir hingehen. Bitte, kommen Sie doch. Hans-Henning Grote ist Kunsthistoriker, einer der Spezialisten in Norddeutschland zum Thema Hof- und Wohnkultur dieser Zeit. Wir sind jetzt hier im Paradeschlafzimmer angekommen. Das sieht auch gut aus. Wunderbar, nicht? Aber durchlaucht bitte jetzt ins Nachthemd. Wieso ins Nachthemd? Ich bin doch gerade erst angekommen. Sie sollen aus dem Bett regieren. In dem Lappen? Dieses Nachthemd ist nicht einfach ein Nachthemd. Es ist ein Repräsentationsgewand. Zum eigentlichen Schlafen gibt es schlichtere Modelle. Nicht so ziepen. Irgendwie ungewöhnlich ist es ja schon, oder? Aber sieht sehr gut aus, Durchlaucht. Was Durchlaucht, tun? Nehmen bitte Platz auf dem Bett. Auch das Bett ist nicht wirklich ein Bett. Niemand würde sich hier hinlegen. Man sitzt staatsmännisch auf dem Rand. Fragt sich bloß, warum? Was machen die jetzt alle hier? Die bringen die Unterlagen, die eure Durchlaucht unterzeichnen sollen, zum Regieren. Das heißt, ich sitze hier, um meine Amtsgeschäfte zu führen? Ganz genau, Durchlaucht. Vom Bett aus? Vom Bett aus, das ist die alte Weise des Regierens aus dem Paradeschlafzimmer. Und in diesem Schlafzimmer ist das Bett gleichzeitig Thron. Sie sitzen letztlich auf einem Thron und empfangen hier ihre Minister und diktieren, was ihr Wille ist. Sie sind ein absoluter Monarch. Und die haben sich wirklich nicht geschämt, im Nachthemd da zu sitzen mit ihren Ministern? Nein, damals gab es fast keine Privatsphäre. Wir sind in einem Staatsappartement und das ist öffentlich gewesen. Das Regieren macht echt total müde und es langweilt mich auch. Hinfort jetzt mit euch, genug vom politischen Geschäft. Ich habe da noch ein dringendes eigenes. Wo geht's denn hin? Da drüben. Da drüben. Raus jetzt. Eine Toilette mit Kupfertopf und edler Umrandung. Das hat nicht wirklich so ausgesehen früher, oder? Doch, und es ist ein mobiles Teil. Man konnte es hinterhertragen, dem Herzog. Das heißt, er hat sich irgendwo in ein anderes Zimmer gesetzt, wenn er mal musste? Ja, oder auch beim Essen. Wenn er da sein Geschäft verrichten musste, war das auch möglich. Oh. Hat bestimmt super lecker gerochen. Naja, Hauptsache die Chefs hatten ihr Klo. Gab es eigentlich schon sowas wie Toilettenpapier? Nein, das gab es nicht. Und was hat man da wurde einfach die Hose hochgezogen und damit war's. Man wusch die Hosen, das war Unterwäsche, die konnte man waschen. Also zum Abwischen nichts? Nichts. Nichts. Und zum Waschen, ich meine, da heißt es ja auch immer, die hätten sich nie gewaschen, sondern immer nur Puder drüber. Nein, da wurde Alkohol genommen, kein Flusswasser. Das war, Bakterien waren da drin und dort konnte man das nicht benutzen. Und da haben die sich wirklich jeden Tag komplett mit Alkohol? Von Kopf bis Fuß mit Alkohol abgerieben, dann eine Hautcreme drauf, dann wieder den Puder drauf. Alkohol macht doch echt trockene Haut. Und dann wirklich. Ja, aber irgendwie mussten sie ja irgendwie auch mal ein bisschen sauber werden. Sonst ist es ja nur gestunken. Eine schöne Sauerei.
Ach, endlich raus aus diesem Nachthemd. Aber warum folgen uns eigentlich die beiden Diener auf Schritt und Tritt? Das sind die Lakaien des Herzogs und sie sollen Wünsche von den Augen ablesen. Man sollte sie gar nicht beachten. Aber beeindruckend ist es ja schon, beispielsweise diese riesen Zimmerfluchten hier, das ist außergewöhnlich. Das ist toll und das sind diese Formen der Durchgangszimmer. Es gab hier keine Privatheit, es war immer Durchgang durch alle Räume. Das heißt, es gab auch nicht mal ein Zimmerchen, wo ich mich mit meiner Herzogin so ein bisschen zurückziehen kann? Doch, gehen wir doch zur Herzogin. Gucken wir es uns an. Wir sind jetzt im Zimmer der Herzogin. Ach, die Dame ist die Herzogin. Hallo. Im Zimmer der Herzogin? Heißt es, es gibt auch mein Zimmer und wir haben gar kein gemeinsames? Es gibt zwei Appartements, eins des Herzogs und der Herzogin. Und wann haben die beiden sich dann mal getroffen? Zum Mittag- und Abendessen und auch manchmal zum Beischlaf. Ja, das hört sich ja ziemlich durchgeplant an und überhaupt nicht nach Spaß. Das der Beischlaf? Das war es auch. Es konnte ein Staatsakt sein, dass der Thronfolger gezeugt wurde. Und für den Spaß gab es junge Damen. Ach, das ist ja nett. Sogenannte Mätressen. Und die beiden durften sich treffen? Also ich meine, das war gar niemandem peinlich? Nein, überhaupt nicht. Die Sexualität war damals etwas ganz Normales. Und die Herzogin erfüllte ihre Rolle als Herzogin zur Repräsentation, zum Kinderzeugen des Thronverfolgers zum Beispiel. Und für den Spaß hatte man die Mätressen. Die Herren hatten diese Mätressen. Eigentlich eine interessante Sache. So. Jetzt wollen wir uns aber amüsieren. Der Abend ist noch jung und angeblich weiß man ja hier richtig gut zu feiern. Na, das sieht doch hier nach allerlei edlem Zeitvertreib aus. Dankeschön und zum Wohl. Was haben sich die Menschen denn in der edlen Gesellschaft alles einfallen lassen, um einen netten Abend zu haben? Sie konnten in die Oper gehen oder sie hielten Appartement in den herzoglichen Räumen ab. Was heißt das? Eine Abendgesellschaft, bei der Glücksspiel unter anderem betrieben wurde. Was ist das, was Sie da spielen? Sie spielen Trick-Track. Es ist das heutige Backgammon. Ja, dann mal Prost, ne? Ja, dann Prost. Oh nee, das gibt's aber jetzt nicht. Ungeziefer im Sektglas? Ja. Es ist das schlimme Raumklima hier, das wir haben. Wir heizen nur mit Kaminen und da können die Kakerlaken und das Ungeziefer von den Decken fallen. Und das ist natürlich ganz normal hier im Schloss. Aber eklig ist es schon. Haben die irgendwas dagegen gemacht oder hat man einfach weitergetrunken? Sie haben die Deckelpokale benutzt. Ein Pokal, der zu dem Trinken der Deckel entfernt wurde. Und dann wurde der Deckel wieder aufgesetzt und die Kakerlaken oder das Ungeziefer konnte vorbeifallen. Geniale Sache das. Hoffentlich schmecken wenigstens die Austern. Schon eine seltsame Zeit, dieser Barock. Man muss den ganzen Tag repräsentieren, trinkt nur teuren Champagner, schlürft edle Austern, aber gleichzeitig fallen einem die Kakerlaken ins Glas. Ich möchte jetzt nur noch zurück in die Zukunft.